Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute mit Folge 1 einer neuen Serie, und zwar Exo Zombie Story. Das heißt, ich werde euch einfach ein bisschen was über die Hintergründe hinter dem Zombie-Modus bei Advanced Warfare erzählen, ein bisschen was über die Story, und in Folge 1 heute beginnen wir mit den Charakteren. Und zwar haben wir auch hier im Exo-Zombie-Modus wie gewohnt 4 spielbare Charaktere, und zwar hier auf dem Bild zu sehen von links nach rechts: Khan, Lilith, Oz und Decker. Die folgenden 4 Personen werde ich euch jetzt werde ich genauer unter die Lupe nehmen, und am Ende kommt dann noch eine Person dazu, die vermutlich auch noch eine Rolle spielen wird. Beginnen wir also mit dem ersten Charakter, und zwar heißt dieser Oz, gespielt von John Malkovich, und ihr könnt ihn hier im Hintergrund sehen. Er arbeitet als Hausmeister bei der Atlas Corporation. Es finden sich aber durch diverse Hinweise im Spiel Informationen darüber, dass er früher wohl in einem Krieg gedient hat und Hunderttausende von Leuten getötet hat und jetzt eben diesen Job hier angenommen hat, weil er auf seine alten Tage etwas ruhiger leben wollte und ein bisschen zurücktreten, und deswegen hat er eben, wie gesagt, bei der Atlas Corporation diesen Hausmeisterjob angenommen. Als nächstes sehen wir uns Lilith an, gespielt von Rose McGowan. Sie ist der intelligente Part der Vierergruppe, kann man sagen, denn wie man aus ihrer Biografie entnehmen kann, hat sie schon früh gemerkt, dass Wissen der eigentliche Schlüssel zur Macht ist. So hat sie ein Studium der Computerwissenschaften abgeschlossen, das Ganze überdurchschnittlich, und sie wurde dann in ihrer beruflichen Laufbahn oft nicht ernst genommen, weil sie eine Frau war, und deswegen hat sie eben mit ihren Computerkenntnissen sich teilweise in die Konten ihrer Chefs und Vorgesetzten gehackt, um diese Informationen über die zu bekommen, um sie dann zu erpressen und unter Druck setzen zu können. Als IT-Spezialistin ist sie dann auch zur Atlas Corporation gekommen und somit in den ganzen Schlamassel geraten. Als dritten Charakter sehen wir uns Decker an, gespielt von John Bernthal. Er scheint, wie aus seiner Biografie hervorgeht, ein übermotivierter Mensch zu sein, der mit aller Macht versucht, sein Ziel zu erreichen. Und sein Ziel ist es, ein Soldat der Atlas Corporation zu werden. Aus diesem Grund hat er sich auch als Sicherheitsbeamter bei Atlas Corporation beworben und wurde auch genommen. So hatte er schon mal einen Fuß in der Tür, um eben später im Verlauf seiner Karriere vielleicht ein Soldat bei der Atlas Corporation zu werden. Seine verbissene Einstellung und sein übermäßiger Ehrgeiz hat sich aber nicht positiv auf die Beziehung mit seinen Kollegen ausgewirkt. Das heißt, er wird von seinen Kollegen nicht sehr gemocht. Als vierten und letzten spielbaren Charakter sehen wir uns Khan an, gespielt von Bill Paxton. Bitte nicht mit Oliver Khan verwechseln, obwohl man das gleich schreibt, die haben nichts miteinander zu tun. Aus Khans Biografie geht hervor, dass er ebenfalls sehr fokussiert und ehrgeizig auf seine Ziele hingearbeitet hat und dabei keine Rücksicht vor Freund oder Feind genommen hat, um seine Mittel einzusetzen und somit sein Ziel zu erreichen. Und zwar war sein Ziel, der Leiter der Forschungsabteilung von Atlas Corporation zu werden. Und das hat er mit seinen teils miesen Mitteln auch geschafft, und da sitzt er heute nun als Leiter der Forschungsabteilung. Als letztes sehen wir uns nun noch eine Person an, die, wie ich denke, auch noch sehr wichtig für die Story im Exo-Zombie-Modus sein wird. Den CEO und Gründer von Atlas Corporation, Jonathan Irons. Die Leute, die die Story schon gespielt haben, sollten den Charakter kennen. Für die anderen will ich jetzt hier nicht spoilern. Auf jeden Fall ist aus seinem früheren Leben nicht sehr viel bekannt. Er hat einen Sohn, Will Irons, aber wie gesagt, da will ich nicht zu viel verraten. Allerdings wollte ich euch den auch noch kurz vorstellen, denn der wird mit Sicherheit wichtig im nächsten Teil dieser Serie dann, wo ich euch über die Map Outbreak und den ganzen Anfang der Story etwas erzählen werde. Das war's jetzt eigentlich schon so ziemlich mit der ersten Folge von Exo Zombie Story und mit allen Wissenswerten über die Charaktere, die beteiligt sind. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, bei dem nächsten Teil, wo es dann darum geht, wie das Ganze denn ausgebrochen ist und was unsere 4 Charaktere denn so machen, um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Haut da rein, euer Lenz. Wiederschauen!